Kasper hat gerufen. Oh! Hallo Kinder! Mensch, toll euch zu sehen! Schaut mal, was ich gebacken habe. Ein leckerer Kuchen. Und wisst ihr, für wen dieser Kuchen ist? Für meine liebe Oma. Weil du immer so toll mit mir spielst. Weil die immer so toll mit mir spazieren geht. Und die gibt mir manchmal auch Süßigkeiten und Schokolade. Und deswegen habe ich meiner lieben Oma mal einen Kuchen gebacken, um Danke zu sagen. Oh, die muss ich jetzt mal rufen. Wo ist die Oma denn? Helft ihr mir, die Oma zu rufen? Oma! 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 Ach, wer schreit denn da so? Ja, Kasper, warum schreist du denn so? Ich höre noch richtig gut. Ach, was hast du denn da? Oma, ich habe einen Kuchen für dich gebacken, weil du immer so lieb zu mir bist. Uiuiuiui, da freue ich mich aber. Das ist aber ein toller Kuchen. Dankeschön, Kasper. Oh, oh, oh. Der ist ja noch heiß. Oh, ich habe ja keine Topflappen an wie du. Okay, also den müssen wir mal da hinstellen. Ans Fenster, damit er ein bisschen abkühlt. So, Oma da. Ja. Und nachher können wir den dann zusammen essen, ja? So, und jetzt muss der Kuchen noch abkühlen. Und ich räume jetzt die Küche auf, Oma. Und ich helfe dir. Vielleicht können ja die Kinder aufpassen, dass niemand den Kuchen stibitzt oder klaut oder aufisst. Kinder, macht ihr das? Ja, oder? Ihr passt schön auf den Kuchen auf. Und ich räume mit der Oma zusammen die Küche auf. Da ist nämlich eine riesen Sauerei. Das machen wir. Komm, Kasperle, und nachher essen wir. Der duftet den leckeren Kuchen. Wir räumen jetzt die Küche auf und dann essen wir den Kuchen auf. Uiuiui, sieht das aus in der Küche. Holla, holla, holla. Das sieht ja ganz schlimm aus. Oh, oh, oh. Okay? Oh, Kasper, pass aber gut auf dich auf, ja? Ja, mach ich, Oma.
Geh duschen, ein bisschen was lesen oder guck ein bisschen fern. Wer wird Millionär kommt vielleicht. Und ich hol den Kuchen zurück. Kaspar, komm her, gib mir noch einen Kuss. Alles Gute, Kaspar, pass auf dich auf. Ja, Oma, ja. Ich hol jetzt noch mein Netz und dann geht's los. Und die Kinder helfen mir bestimmt dabei, gell? Ihr seid auch da, bin ich ja nicht alleine. Oh, wo ist denn mein Netz? Ah, hier. Mein Hexenfangnetz habe ich hier dabei. So, und damit fange ich die Hexe und hole mir meinen Kuchen zurück. Und dann esse ich den mit der Oma zusammen. Und jetzt gehe ich in den Hexenwald. Und da ist es richtig kalt im Hexenwald. Da ist es kalt. Tralalalala. Lalala. Hallo Kaspar. Wo gehst du denn hin? Hast du ein neues Kleid an? Oder eine neue Maske? Nein. Das ist ein Netz, da hole ich mir jetzt im Hexenwald den geklauten Kuchen zurück, den die Hexe der Oma und mir geklaut hat. Und da habe ich mein Netz dabei. Oh, also Kaspar, ich würde dir gerne mit dir helfen, aber ich habe jetzt einen Termin. Ich muss jetzt weiter. Alles Gute, viel Glück. Dankeschön. Lalala, ich gehe jetzt in den Hexenwald, da ist es richtig kalt, aber ich hole den Kuchen zurück. Oh, da ist ja schon der Wald. Ist ja richtig kalt. Und wo ist denn hier das Hexenhaus? War das jetzt in die Richtung? Oder war das jetzt in die... Was höre ich denn da? Komische Geräusche hier. Aber das ist bestimmt nur eine kleine Klapperschlange. Was ist das? Ein Frosch? Jetzt muss ich mal gucken, ob die Hexe da ist. Kinder, seid ihr noch da? Oh, leise, 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 leise. Und da, wo ist denn da die Hexe? La 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 la, schön. Da ist die Hexe. Achtung, jetzt muss ich das Netz nehmen. Und schwuppdiwupp. Sonst kommst du ins Hexengefängnis. Oh, mach das weg! Das kitzelt meine Nase! Oh, bitte, 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 mach das weg! Mach das weg! Aber dann gibst du mir den Kuchen zurück. Ja, ich verspreche es dir. Bitte, bitte. Warum weinst du jetzt, Hexe? So hat doch gar nicht wehgetan, mal das Netz kurz drüber. Was ist los? Ach, weißt du, ich bin so allein. Und ich sag euch Tschüss und vergesst nie,
eurer Oma auch mal Danke zu sagen und dem Opa oder der Mama und dem Papa, die sind nämlich immer ganz toll für euch da. Ja? Dann sage ich euch mal Tschüss und wir gehen jetzt zur Oma. Alle Leute gehen jetzt nach Haus. Große Leute, kleine Leute,